Es kommen nun einige Informationen zum Ablauf der NK-Zellvermittelten Lyse. Der klassische Test zur Messung der Funktion von NK-Zellen ist die Fähigkeit zur Lyse bestimmter Tumorzellen, wie etwa der K562-Erythroleukämie-Zelllinie. NK-Zellen sind in der Lage, solche Zellen zu lysieren. Dabei braucht es keine spezifischen Antikörper. Etwas anders sieht es aus bei der Killerzellfunktion, die auch als Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity bezeichnet wird. Hier findet sich auf der Zielzelle, die lysiert werden soll, ein spezifisches Antigen, an das ein spezifischer Antikörper binden kann. Mit dem FC-Teil des Antikörpers entsteht Kontakt zum FC-Rezeptor CD16 auf NK-Zellen. Und so wird die Zelle in die Lage versetzt, die Zielzelle schließlich zu lysieren. In vereinfachter Form sind die stadienartigen Abläufe der Lyse hier dargestellt. Wir sehen an der NK-Zelle auch das MTOC, das Mikrotubulus organisierende Zentrum, das im Verlauf der Lyse noch eine Rolle spielt. Damit Lyse wirksam werden kann, bedarf es dreier Voraussetzungen. Es muss eine Anbindung an Liganden erfolgen, es muss eine feste Adhäsion geben zwischen Zielzelle und NK-Zelle und es bedarf eines aktivierenden Signals über einen spezifischen Rezeptor, damit schließlich beide Zellen, also die NK-Zelle und die Target-Zelle, aneinander adherieren und die NK-Zelle dabei aktiviert wird. Im Verlauf dieses Vorgangs werden nun die MTOCs reorganisiert. Dies ist erforderlich, damit sich die Granula an diesen neu organisierten MTOCs orientieren können und schließlich in den synaptischen Spalt gelangen. Dort sind sie in der Lage, in der Zielzelle Apoptose zu induzieren, die hier sichtbar wird in Form der typischen Blasen. Nach längerer Inaktivität schließlich werden bestimmte Rezeptoren herunterreguliert und die MTOC wieder neu organisiert. Die Zielzelle und NK-Zelle können sich voneinander lösen und die NK-Zelle kann ihr altes lytisches Potenzial wieder neu aufbauen. Perforin, ein wesentlicher Bestandteil der lytischen Granula, wird zunächst in einem calciumabhängigen Schritt in die Membran der Zielzelle eingelagert. Es erfolgt dann eine Dimerisierung und Polymerisierung im Sinne einer Porenbildung, die erinnert an die Bildung des Membranattacke-Komplexes beim Komplementsystem. Nach Ausbildung der Polyperforinporen kommt es zur osmotischen Lyse. Diese reicht allerdings zum Teil nicht, um einen vollständigen Zelltod zu bewirken. Daher wird über die Poren Granzyme B in die Zelle hineingeschleust und bewirkt dann dort den Vorgang der Apoptose.